Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute zuhörst und hoffe, du verbringst einen wunderbaren Tag bzw. letzten Tag des Jahres 2022. Ich habe diese Folge für dich als kleine Überraschung vorbereitet, damit wir diesen Moment heute gemeinsam nutzen, um Abschied zu nehmen von dem vergangenen Jahr mit all seinen Höhen, aber vielleicht auch mit all seinen Tiefen. Und wir wollen deshalb gemeinsam eine Meditation machen, um das vergangene Jahr mit allem, was dazugehörte, loslassen. Sorge dafür, dass du für dich in einer angenehmen Position bist. Ich sage extra für dich, weil du kannst entspannt sitzen. Du kannst aber auch liegen, ob jetzt auf dem Bett, auf einem bequemen Stuhl sitzend oder auch auf dem Boden ganz flach abgelegt. So wie du dich am wohlsten fühlst, ist es vollkommen in Ordnung. Und dann schau nochmal mit offenen Augen in deine Umgebung und nimm sie einfach wahr. Mach es dir ganz gemütlich, richte dich nochmal so ein, wie du das brauchst. Und atme dann einmal tief durch und schließe deine Augen. Richte deine Aufmerksamkeit nun voll und ganz auf deine Atmung. Atme also ganz bewusst tief ein und ganz bewusst wieder aus. Vielleicht stellst du fest, dass du etwas langsamer atmest, als du es normalerweise tust. Fokussiere dich hier einfach auf deine Atmung und beobachte das. Und dann nimm einmal einen tiefen Atemzug ganz bewusst durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Wiederhol das noch ein paar Mal in deinem Tempo und vielleicht stellst du fest, dass sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Und dass sie sich wieder hebt, wenn du deine Lungen mit Luft füllst und wieder senkt, wenn du diese Luft loslässt. Wenn du jetzt schon merkst, dass deine Gedanken abschweifen, mach dir bewusst, dass das ganz normal ist. Nimm sie einfach kurz wahr, erkenne, dass deine Gedanken abgedriftet sind und lenke dann deine Aufmerksamkeit zurück auf das Atmen. Du fokussierst dich einfach weiter auf deine Atmung und kehrst immer wieder zu ihr zurück, so als würdest du deine Atmung als eine Art Anker nutzen. Und du beobachtest diese Atmung einfach ganz still und in Ruhe. Allmählich stellst du fest, wie du mit jedem Atemzug mehr zur Ruhe kommst. Es gibt nichts, was du jetzt in diesem Moment oder in den nächsten Minuten tun musst, außer hier zu sein, an dem Ort, an dem du gerade sitzt oder liegst und atmest. Mit jedem Atemzug kommst du mehr bei dir an und bei jedem Ausatmen konzentrierst du dich auf ein Wort: loslassen. Alles, was du heute loslassen möchtest, bevor du in das neue Jahr startest, kannst du jetzt loslassen. Alle Sorgen, Ängste oder auch Ereignisse, die dich im vergangenen Jahr belastet haben, lässt du jetzt in diesem Moment mit deiner Ausatmung ganz bewusst los.
Vielleicht merkst du, wie du dich dadurch nach und nach von dem vergangenen Jahr verabschieden kannst. Und jede Erinnerung, die in dir hochkommt, kannst du loslassen. Das heißt nicht, dass du sie vergisst, aber dass du sie hinter dir lassen kannst und in die Zukunft blicken kannst. Mit all dem Erlebten aus dem vergangenen Jahr im Gepäck, aber verarbeitet, ordentlich weggeräumt und ohne, dass es dich belasten braucht. Spüre, wie sich mit jedem Atemzug ein Gefühl der Erleichterung in dir ausbreitet. Und mache dich allmählich bereit für einen Neuanfang. Richte einmal deinen Fokus darauf, was dich im neuen Jahr erwarten wird. Neue Chancen, positive Veränderungen, 365 neue Tage, an denen du diese positive Veränderung für dich und dein Leben hervorrufen kannst. Und immer wenn du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, lenkst du deinen Fokus ganz bewusst zurück auf deinen Atem. Spüre jetzt noch einmal in deinen Körper hinein. Nimm vielleicht das Gefühl der Entspannung wahr, was sich breit gemacht hat. Und spüre, dass sich irgendwo in dir durch dieses Loslassen des alten Jahres Vorfreude auf das neue Jahr breit macht. Speichere dir dieses Gefühl von Vorfreude ab an einem Ort in deinem Körper, auf den du gut zugreifen kannst. Vielleicht in deinem Brustkorb, deinen Schultern, dem Kopf oder dem Herzen. Welcher Ort dir auch immer in den Sinn kommt, ist der richtige. Und mach dir bewusst, dass du dieses Gefühl von Vorfreude auf das Neue, was vor dir liegt, jederzeit wieder abrufen kannst, indem du an diesen Ort in deinem Körper kehrst und es wahrnimmst. Lass uns nun gemeinsam wieder zurückkehren. Nimm nochmal den Moment wahr und spür einfach rein, wie es ist, gerade jetzt in diesem Moment zu sein. Und dann lenke die Aufmerksamkeit wieder zurück auf das Hier und Jetzt. Spüre deinen Körper, vielleicht möchtest du die Hände oder die Füße und die Fingerspitzen und Fußspitzen bewegen. Atme nochmal ganz tief durch. Und wenn du soweit bist, dann kannst du ganz langsam deine Augen öffnen und wieder im Hier und Jetzt ankommen. Ich hoffe, diese Meditation kann dir dabei helfen, dich vom vergangenen Jahr zu verabschieden und heute einen positiven Start in das neue Jahr zu gestalten. Ich freue mich sehr, wenn du auch im neuen Jahr wieder mit dabei bist bei Share and Grow. Es geht direkt nächste Woche Donnerstag am 5. Januar weiter. Es verändert sich ein wenig was. Was genau sich verändert, werde ich dir dann berichten. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Rutsch in das neue Jahr. Nutz diese Meditation auch während des neuen Jahres, wann immer du etwas loslassen möchtest. Alles, alles Gute. Share and Grow. Deine Muriel.